Heute im Sporttalk Hartmut Bielefeld, man kann sagen, der Vater des Erfolgs beim TC Blau-Weiß Wattextra Bocholt. Herr Bielefeld, Sie sind zum 7. Mal in Folge Niederrhein-Ligameister geworden. Gewöhnt man sich an diesen Erfolg? Das ist ein schöner Erfolg und man gewöhnt sich vor allen Dingen an die Erfolge und man kann gar nicht genug davon bekommen. Also das will ich mal vorweg sagen. Können Sie sich vorstellen, dass die Niederrhein-Liga-Saison aufhört und Sie sind nicht Meister geworden? Können Sie sich dieses Gefühl noch vorstellen oder können Sie sich da gar nicht mehr daran erinnern, wie das ist? Ja, natürlich, Niederlagen schmerzen immer und wir sind seit 98 11-mal Niederrhein-Meister geworden und wenn man bis 98 zurückgeht, ist eine lange Zeit und ich denke, da kann ich mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber jede Niederlage schmerzt. Jetzt ist es so, wie würden Sie das sehen, dass Sie jedes Jahr die Liga im Endeffekt dominieren? Sie haben jetzt auch einen Spieltag vor Ende, haben Sie schon den Meistertitel klar gemacht. Woran liegt das ganz genau? Also sind Ihre Mädels, wenn ich das einfach mal so sagen darf, Ihre Damen stärker als die anderen einfach oder woran liegt das? Natürlich sind sie stärker, sonst wären wir nicht so mit großem Vorsprung Erster geworden, aber das hat ja auch seine Gründe. Wir haben eine Bundesliga-erfahrene Mannschaft, auch im Winter. Wir gehören zu den allerbesten Mannschaften in der Bundesliga. Das ist nur Niederrhein-Liga, im Winter die höchste deutsche Klasse. Und wir spielen fast immer ausschließlich mit Bundesliga-erfahrenen Mitgliedern aus unserer Mannschaft. Und andere experimentieren sehr viel rum. Das tun wir allerdings auch. Und wir haben einige Spielerinnen, die nicht mehr auf der Tour sind, sondern die, ich will nicht sagen Hobbyspielerinnen sind, aber die nicht regelmäßig Turniere spielen. Und für die kommt so eine Winterrunde wie gerufen und die erhalten dort Spielpraxis. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir diese Winterrunde so gut wie möglich besetzt spielen, sodass wir auch durch diese Spielerinnen wie Amanda Hoppmanns, Nicole Theissen besonders stark sind. Und die anderen müssen da schon was Entsprechendes gegensetzen. Und das tun sie nicht, weil sie sich keine Chancen ausrechnen, sodass es besonders leicht fällt, gegen alle Mannschaften zu gewinnen. Aber hier und da versucht es schon mal eine Mannschaft, uns zu schlagen. Und das ist seit 98 im vorigen Jahr zum ersten Mal wieder passiert, dass wir verloren haben. Das ärgert mich heute noch. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Bundesliga-erfahrene Spielerin. Jetzt beginnt auch bald die Bundesliga-Saison wieder. Können Sie uns da vielleicht schon was sagen? Steht der Kader für die Bundesliga-Saison soweit? Ja, der Kader steht. Ich habe noch nicht mit allen Spielerinnen feste vertragliche Abschlüsse gemacht, da ich den Spielerinnen Zeit gegeben habe bis Ende der Australian Open, die ja Ende dieser Woche auslaufen. Und am Montag müssen die Farbe bekennen und sagen, wann sie an welchem Spieltag für uns zur Verfügung stehen. Aber ich habe natürlich schon mit einigen Spielerinnen feste Verabredungen getroffen. Ich habe also einen Kader von 4 bis 5 Spielerinnen, die bei jedem Spiel dabei sind. Und das lässt mich beruhigt in die Zukunft schauen. Natürlich muss ich die besten Spielerinnen haben, um wieder denselben Erfolg zu haben wie im letzten Jahr. Und da bin ich allerdings zuversichtlich. Und ich denke mal, bis auf Klara Zakopalova, Lucy Savarova, die sich noch nicht hundertprozentig festgelegt haben, weil sie erstmal ihren eigenen Spielkalender erstellen wollen. Und auch Jarmila Groth, die ja in den letzten Monaten so fantastisch gespielt hat und mittlerweile schon 35 der Weltrangliste ist, habe ich feste Verabredungen getroffen. Jarmila Groth will spielen, aber sie will nach Wimbledon, nach Amerika. Und da bin ich mir nur noch nicht sicher, ob das genügt, dass sie bei uns aufgestellt wird, weil mir hilft keine Spielerin weiter, die bei den wichtigen Spielen nicht dabei ist. Da haben Sie recht und Sie haben es auch gerade angesprochen, die Australian Open, die in dieser Woche enden. Wie sehen Sie so den Erfolg der Bocholter Spielerin oder auf jeden Fall der Spielerin im letzten Jahr, Lucy Safarova zum Beispiel, das Abschneiden? Sie ist bis ins Achtelfinale vorgedrungen. Wie beurteilen Sie das Abschneiden bei den Australian Open? Ja, Australian Open ist eine der 4 Top-Turniere der Welt, geht um einige Millionen Dollar Preisgeld, jeder will gewinnen. Und das ist also besonders schwer, da 1 oder 2 Runden zu gewinnen. Aber Lucy hat ja 3 Runden gewonnen und auch Klara Zakopalova hat super gespielt. Und auch Jarmila Groth war fantastisch. Die hat im letzten Jahr 2-mal 4. Runde bei den Grand Slams erreicht. Klara Zakopalova 4. Runde in Wimbledon. Also auch bei diesen Australian Open, auch Grönefeld mit Schnieder im Doppel, waren unsere letzten 16. Also mehr kann ich nicht erwarten. Und einige haben, wie Renata Voracova, die haben in der ersten Runde eine gesetzte Spielerin vorgesetzt bekommen und die muss man erstmal schlagen. Und auch
Arantxa Parra hat gegen eine gesetzte Spielerin 7-5 im dritten verloren in der ersten Runde. Dann sagt man immer, ja, die haben noch nicht mal die zweite Runde erreicht, aber das ist verdammt schwer. Und es gibt 60 Punkte für den Sieg in der ersten Runde. Und wenn dafür für dieselben 60 Punkte muss man 10 Zehntausender Turniere gewinnen, damit man mal sieht, in welchen Relationen ein solcher Sieg, erste Runde Australian Open, bewertet wird. Australian Open, da fällt mir noch eine Frage ein, die ich Ihnen gerne stellen würde, und die betrifft jetzt das Damen-Tennis im Allgemeinen. Mit Andrea Petkovic, der 23-jährigen Darmstädterin, hat die ist leider jetzt letzte Nacht ausgeschieden gegen die Chinesin Li, hat eine junge Dame das Viertelfinale erreicht. Und wie würden Sie, also Andrea Petkovic, wenn wir uns an die goldenen Zeiten des Tennis erinnern mit Steffi Graf, würden Sie sagen, Andrea Petkovic ist eine Spielerin, die das Vermögen dazu hat, das Damen-Tennis in Deutschland wieder zu beleben, aufleben zu lassen? Ja, ohne weiteres. Also Petkovic hat uns ja vor 2 Jahren die deutsche Meisterschaft gekostet. Die hat bei Benrath mitgespielt und in dem denkwürdigen Match nach Rückstand gegen Renata Voráčová gewonnen, hat die ganzen Zuschauer auf ihre Seite geholt. Die hat Ausstrahlung und die kann unheimlich draufhauen. Aber Julia Görges ist auch eine Spielerin, die durchaus jetzt schon in den ersten 40 der Welt ist. Das ist wunderbar. Und normalerweise gehörte Annalena Grünefeld auch dazu, wenn sie nicht im vergangenen Jahr 4 Monate mit Verletzung ausgefallen wäre. Und sie ist nicht so zurückgekommen, wie wir das alle erwartet haben. Aber ihr Vordringen, letzte 16 im Doppel, ist ja auch schon aller Ehre wert, und sie wird auch bestimmt, gehe ich von aus, im Fed Cup mit Görges und mit Petkovic spielen, und die gehört noch dazu in dieselbe Reihe, und damit haben wir 3, 4 Spielerinnen, die durchaus in der Weltspitze mitspielen können. Aber der Weg ist weit und dornig, und Grünefeld war auch schon mal 14 in der Welt und ist dann auf einmal abgestürzt. Also man muss erst mal oben sein und sich behaupten. Nach oben hin ist es leichter als oben sein und sich behaupten. Also das darum. Die Perspektiven sind gut, die Presse und Medien berichten auf allen Kanälen, das ist für das Tennis sehr gut, aber man muss es erstmal wahr machen und dann noch behaupten, und das ist noch schwerer. Aber wir sind dann durchaus hoffnungsvoll. Ich bedanke mich erstmal fürs Gespräch, Herr Bielefeld, und wünsche natürlich viel Erfolg in der Bundesliga-Saison. Wir werden bei WMTV Sie natürlich auf dem Laufenden halten. Alles rund um den TC Blau-Weiß Watt Extra Bocholt und die Bundesliga-Saison.